Ja, Weihnachten kommt mit Riesenschritten auf uns zu, deshalb wird es Zeit, ein neues Lied zu lernen, nämlich Süße die Glocken nie klingen. Und das in der Stimmung GCFB. Ja, das Ganze könnt ihr natürlich auch mit einer Dreireigen, also auch mit einer großen Vierreigen spielen. Ich wünsche euch jetzt schon viel Spaß, auf geht's, zur geht's. Damit wieder den Daumen auf die seitliche Leiste zu legen, dann habe ich euch den Gleichton in der zweiten und in der dritten Reihe markiert, damit ihr euch besser orientieren könnt. Das könnt ihr natürlich auch auf eurer Harmonika machen. Gut, auf den Gleichton in der zweiten Reihe legen wir den kleinen Finger, darüber den vierten, dann der dritte und dann der zweite Finger. Ja? Die brauchen wir natürlich jetzt nicht alle gleichzeitig, sondern wir brauchen jetzt zum Anfang für den ersten Griff mal den dritten und den vierten Finger. Das heißt, der kleine und der Zeigefinger kommen weg. Achtung, nur ich zieh die Finger weg, ihr müsst sie bitte schön auf der Tastatur liegen lassen, das ist ganz, ganz wichtig. Also, ich ziehe sie nur weg, damit ihr besser sehen könnt, welche Tasten ich greife. Wir beginnen auf Druck zu spielen und müssen jetzt folgendermaßen zählen. Also, schaut so aus. Spielen wir mal ganz kurz vor, die erste Passage. 1, 2 und 3. 1, 2, 3. Ja, da sind jetzt zwei Sachen drin. Erstens haben wir das 1, 2 und 3, wie zählt man das? 1, 2, also den ersten Griff, da bleibt man zwei Schläge auf den Tasten drauf. 1, 2 und 3. Dann kommt das und, da drücken wir wieder die gleichen Tasten und bei 3 drücken wir sie noch einmal. Das muss man so zwischen reinzählen. Ja? Also immer mitzählen am besten. 1, 2, 3. 1, 2 und 3. Dann 1, 2, 3. Also dann nach diesen 1, 2 und 3 müssen wir noch einmal diese Tasten greifen, dann in die erste Reihe und wieder zurück. Okay, das machen wir jetzt gemeinsam. 1, 2, 3. 1, 2 und 3. 1, 2, 3. Jetzt Zug. Wir machen jetzt weiter. Wir spielen jetzt auf Zug. Legen jetzt den Zeigefinger hierher, lassen zwei Tasten leer und auch auf den Gleichton in der zweiten Reihe kommt der kleine Finger. Und jetzt spielen wir das folgendermaßen. 1, 2, 3, nächster Griff. 1, 2, 3. Ja, beim nächsten Griff bleibt der Zeigefinger liegen und der Mittelfinger kommt einfach dazu. Also so. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Beide Griffe auf Zug und beide Griffe auch jeweils drei Schläge lang. Von vorne. Auf Druck beginnend. 1, 2, 3. 1, 2 und 3. 2, 3, Zug, 1, 2, 3, 1, 2, 3, machen weiter, wir bleiben auf Zug. Jetzt kommt wieder dasselbe Zählmuster, nämlich wieder 1, 2 und 3, 1, 2, 3, ja, also wieder die erste und dann wieder zurück. Noch einmal, 1, 2 und 3, 1, 2, 3 und dann Druck und umgreifen auf 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Der letzte ist dann 6 Schläge lang insgesamt. Wir machen das von vorne, ich liege jetzt schon richtig mit den Fingern, spielen auf Druck. 1, 2, 3. 1, 2 und 3. 1, 2, 3 und Zug. 1, 2, 3. 1, 2, 3, Zug weiter, 1, 2 und
Eins, zwei, drei. Und wieder du. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ja, bis hier haben wir es schon gemacht. Jetzt machen wir weiter. Jetzt müssen wir wieder auf Zug spielen, das heißt, wir machen auf und wir müssen die Reihe verlassen, in der wir jetzt sind. Nämlich, wir rutschen jetzt in die dritte Reihe, und zwar mit denselben Fingern so schräg rauf. Ja. Das wäre die Taste, oder die Tasten, die wir jetzt benötigen. Und dann kommt wieder dieses Zählmuster. Eins, zwei und drei. Und dann, Achtung, geht's weiter mit eins, zwei, drei. Noch einmal auf Zug. Eins, zwei und drei. Dann wieder auf Druck, also wir machen wieder zu und jetzt rutschen wir mit der Hand um insgesamt eines nach unten, so dass eben der kleine Finger jetzt auf dem Gleichton in der dritten Reihe liegt und darüber dann der vierte Finger und dann spielen wir folgendes. 1, 2, 3, umgreifen auf 3, 4. 1, 2, 3. Ja, noch einmal von der dritten Reihe weg, also wo wir in die dritte Reihe rutschen, dazu müssen wir jetzt wieder natürlich rauf, weil wir sind ja runtergerutscht, nicht vergessen. Und wir haben hier Zug. Das heißt, 1, 2 und 3. 1, 2, 3 und Zug. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay? Ja, belassen wir es mal hier. Beginnen wir jetzt zuerst wieder von vorne, bevor wir weiterlernen. Es ist immer gut, immer erst ein kleines Stück, immer in Etappen zu lernen. Ja? Niemals alles auf einmal, weil dann wurschtelt man nur drüber und ja. Kommt am Endeffekt dann nicht an das Ziel, das man gerne hätte. Gut, beginnen auf Druck und es geht los. 1, 2, 3. 1, 2 und 3. 1, 2, 3. Jetzt Zug. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Weiter. 1, 2 und 3. 1, 2, 3. Und Druck. 1, 2, 3, jetzt in die dritte Reihe. 1, 2 und 3. 1, 2, 3 und springen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bis hier hatten wir es. Wir machen weiter. Bleiben auf Druck und rutschen mit denselben Fingern, die wir jetzt gerade im Einsatz haben, runter in die zweite Reihe. So dass der vierte Finger jetzt am Gleichton liegt. Und der Mittelfinger darüber. Und dann spielen wir folgendes. 1, dritte Reihe, 2, wieder zurückrutschen, 3, dann Zug. 1, 2, 3. Und zu guter Letzt wieder Druck. Und wir rutschen mit dem Zeigefinger jetzt 1, 2 nach oben, lassen eine Taste leer und legen dann den dritten Finger dazu. Und dann 1, 2, 3. 1, also die neuen Griffe noch einmal. 1, 2, 3, Zug. 1, 2, 3 und springen. 1, 2, 3, 1. Ja, also das ist jetzt die Melodie gewesen für den ersten Teil. Den zweiten machen wir gleich. Zuvor wiederholen wir jetzt aber noch einmal den ersten Teil von vorne. Auf Druck und 1, 2, 3. 1, 2, 3 und weiter. 1, 2, 3, 1, 2, 3, dritte Reihe Zug. 1, 2 und 3. 1, 2, 3 und Zug. 1, 2, 3, 1, 2, 3, die neuen Griffe. 1, 2, 3, Zug. 1, 2, 3 und Zug. 1, 2, 3. Ja, willkommen im zweiten Teil. Wir legen wieder den Daumen auf die seitliche Leiste und von der Griffstellung bleiben wir natürlich gleich jetzt wie im ersten Teil. Das heißt, der kleine Finger liegt wieder auf unserem Gleichton in der zweiten Reihe. Darüber der vierte Finger, dann der dritte und dann der zweite. Also gleiche Ausgangsstellung wie im ersten Teil. So, der zweite Teil, der beginnt auf Zug. Wir müssen also aufmachen und folgende Finger benötigen wir dazu, den zweiten und den dritten Finger.
So, und jetzt schaut das so aus. Wir spielen 1, 2, 3. Danach wieder auf Druck. Greifen um auf 3, 4. Und spielen wieder 1, 2, 3. Ja, also nochmal von vorne. Zuerst auf Zug. 1, 2, 3. Dann auf Druck. 1, 2, 3. Jetzt wieder Zug. Wir brauchen jetzt aber den kleinen Finger, den legen wir auf den Gleichton in der zweiten Reihe. Und jetzt spielen wir das so. 1, 2, 3 und wieder Druck. Und 3, 4. 1, 2, 3. Der letzte ist wieder 3 Schläge lang. Noch einmal von vorne. Auf Zug beginnen, nicht vergessen. 1, 2, 3, jetzt Druck. 1, 2, 3 und Zug. 1, 2, 3 und Druck. 1, 2, 3. Und das, was wir jetzt gelernt haben, das gleiche wiederholen wir jetzt. Das ist identisch. Ja? Also nachdem wir jetzt diesen Griff gespielt haben, mussten wir wieder auf Zug spielen. Und noch einmal das gleiche. 1, 2, 3 und Druck. 1, 2, 3 und Zug. 1, 2, 3 und Druck. 1, 2, 3. So, und jetzt müssen wir wieder in die dritte Reihe rutschen und wir beginnen bei derselben Stelle, die wir im ersten Teil gehabt haben, wo wir auch in die dritte Reihe rutschen haben müssen. Und zwar das gleiche, also wieder, das ist 1, 2 und 3, 1, 2, 3, dann wieder runter, 1, 2, 3, 1, 2, 3, zweite Reihe, 1, 2, 3, Zug. 1, 2, 3 und Druck. 1, 2, 3, 1. Also ihr habt gesehen, ab der dritten Reihe, das ist das gleiche wie im ersten Teil. Im ersten Teil erinnern wir uns, da haben wir dann auch die Stelle gehabt, wo wir in die dritte Reihe rutschen müssen. Und diese Passage, die nehmen dann wir hier jetzt 1 zu 1 her und spielen sie dann weiter. Gut, wir wiederholen den Teil 2 noch einmal von vorne. Und wir zählen natürlich wieder ein. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Zug, 1, 2, 3 und Druck, 1, 2, 3, wieder Zug, 1, 2, 3 und Druck, 1, 2, 3 und Zug, 1, 2, 3 und Druck, 1, 2, 3, dritte Reihe Zug, 1, 2 und 3, 2, 3 und Druck. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 und Zug. 1, 2, 3 und Druck. 1, 2, 3, 1. Ja, also das ist der zweite Teil. Ja, und bevor wir dann den Bass beginnen zu lernen, wiederholen wir jetzt das gesamte Lied. Also sprich die Melodie noch einmal von ganz von vorne. Suchen wieder den richtigen Ausgangsgriff, den wir haben. Und ganz am Anfang hatten wir Druck. Und jetzt spiele ich das ein bisschen schneller schon. Ja? 1, 2, 3. 1, 2 und 3. 1, 2, 3 und Zug. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 und 3. 1, 2, 3 und Druck. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 1, 2 und 3, 1, 2, 3 und Druck, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Zug, 1, 2, 3 und Druck, 2, 3, 1, 2, 3, jetzt 1, 2, 3, Zug, 1, 2, 3, Zug, 1, 2, 3 und Zug, 1, 2, 3, Zug, 1, 2, 3, Zug, 1, 2, 3, Zug, 1, 2, 3 und Zug, 1, 2, 3, bitte 3, Zug, 1, 2 und 3, 1, 2, 3 und Zug, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Zug, 1, 2, 3 und Druck, 1, 2, 3, 1.
Ja, beim Schluss werden wir dann mit dem Tempo natürlich langsamer. So, die Hälfte haben wir geschafft. Wir haben jetzt unseren Diskantteil gelernt, das heißt die Melodie. Fehlt natürlich noch der Bass. Ja, und bevor wir den Bass gemeinsam lernen, ist es immer klug, sich zuerst mal die Melodie gut einzuprägen und dann erst den Bass dazu zu lernen. Ja? Dann kommt man wesentlich schneller ans Ziel. Ja, dann lassen wir keine Zeit dahin verstreichen. Auf geht's, zu geht's mit dem Bass. So, für den Bass brauchen wir jetzt einmal zuallererst den Bass für die zweite Reihe. Das heißt, wir gehen von unserem X-Bass 1, 2, 3 Tasten nach unten. Falls ihr diesen Extra-Bass, den ich hier oben habe, nicht vorhanden sein sollte bei eurer Harmonika, dann denkt euch den weg, dann wird dieser euer erster Bass und ihr zählt dementsprechend nur eine Taste nach unten. Klingen soll er auf Zug dann so. Nächster Finger. Und den untersten, den sogenannten B-Bass, den habe ich euch markiert. Gut, wir legen auch die rechte Hand wieder an unsere Tasten, den Daumen wieder an die seitliche Leiste und dann suchen wir den ersten Griff. So, wir haben jetzt folgende Situation. Wir mussten am Anfang 1, 2 und 3 zählen. Ja? Das ist mit dem Bass etwas schwieriger. Ich zeige euch mal das, wie das jetzt zum Spielen ist. Nämlich so 1, 2 und 3. Okay? Sieht im Detail wie folgt aus. Wir haben hier zwei unterschiedliche Sachen jetzt. Wir bleiben zuerst mit der rechten Hand eben zwei Schläge durchgehend drauf. 1, 2. Während die linke Hand, also die Basshand, folgendes macht. Sie drückt auf 1 diesen Bass, auf 2 dann diesen. Ja, also 1, 2 und, jetzt kommt das und ist nur mit der rechten Hand zu spielen, also 1, 2 und 3 und die Dreier ist dann wieder gemeinsam, ja? Also rechte und linke Hand und es ist dann so zwischenrein zu zählen, so eine Achtel, ja? Also 1, 2 und 3 und die Achtel. Also, es geht so, 1, 2 und 3, wir machen weiter, 1, 2, jetzt haben wir Zug, bei Zug nicht vergessen, beginnt immer der Zeigefinger von oben herunter. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jetzt haben wir die nächste Situation mit diesem und wieder, jetzt geht das aber so. Jetzt fängt der Zeigefinger an, beim Bass. 1, 2 und 3. Ja, also vom Prinzip her ist es gleich, nur dass eben der Zeigefinger anfängt. Ja. Also 1, 2 und 3. Wieder Druck, vierter Finger. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, machen wir das mal gemeinsam von vorne, würde ich sagen. Wir zählen dazu 3 Schläge ein und dann geht's los. 1, 2, 3. 1, 2 und 3. 1, 2, 3 und Zug. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 und 3. Jetzt müssen wir in die dritte Reihe rutschen, auch mit der linken Hand. Das heißt, wir haben den Bass hier zuerst so gehabt und jetzt rutschen wir insgesamt um jeweils zwei Tasten nach unten. Ja? Also ich habe so einen C-Bass hier auch markiert. Ja, da müssen wir hinrutschen. Ja? Und dann spielen wir folgendes. 1, 2 und 3. Also auch wieder hier das 1, 2 und 3. Wieder selber vom Prinzip das gleiche. 1, es beginnt aber jetzt hier der C. Ja, wir spielen jetzt eigentlich auf Zug. Logischerweise müsste natürlich der Zeigefinger kommen. Es klingt aber schräg, wenn dieser jetzt anfangen würde. Also das ist eine Ausnahme. Ausnahmen bestätigen die Regeln, wie es so schön heißt. Deswegen beginnen wir hier mit dem C-Bass. Ja. Es klingt einfach schöner jetzt in dem Fall. Also 1, 2 und 3. 1, 2, 3. Dann einfach Druck. 1, 2, 3. Und dann eben wieder zurück in die zweite Reihe und weiter auf Druck. 1, 2, 3, Zug, 1, 2, 3 und Druck. 1, 2, 3, 1. So, der Schluss geht folgendermaßen. Ein bewährter Schluss, nämlich 4, 2, dann der dritte Finger und dann 4 und 3. Ja? Also, 1, 2, 3 zum Schluss, vierter und dritter gemeinsam. Genau, passt. Dann würde ich sagen, machen wir das noch einmal von vorne. Wir zählen wieder ein. 1, 2,
3. Zug. Ausklingen lassen. Gut, das wäre der erste Teil. Der zweite Teil ist eigentlich der einfachere. Wir beginnen auf Zug. Ja? Und da ist jetzt immer so, hier spielen wir auch einen anderen Bass. Wir beginnen jetzt auch, obwohl wir auf Zug spielen müssen, wieder mit dem vierten Finger. Es klingt im Tempo wirklich schöner, weil es eben so ein langsames Lied ist und dann später sage ich noch was zum Bass, dann kann man dann noch stärker betonen und da klingt einfach der schier. Also wir fangen jetzt auf Zug trotzdem mit dem vierten Finger an. Und zwar so. Auf Zug. 1, 2, 3, wieder Druck, 1, 2, 3 und auf Zug immer der vierte. Also den zweiten brauchen wir jetzt im zweiten Teil noch nicht. Ja? Noch einmal, auf Zug, 1, 2, 3, Druck, 1, 2, 3, Zug, 1, 2, 3 und Druck, 1, 2, 3, das Ganze wiederholt sich, Zug, 1, 2, 3, Druck, 1, 2, 3 und Zug. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und jetzt wissen wir schon, dann müssen wir ab der Stelle, wo wir im ersten Teil in die dritte Reihe gerutscht sind, wieder runterrutschen und das einfach noch 1 zu 1 spielen. Und jetzt geht's los wieder. Fangen wieder mit den C an, so wie wir es vorher gemacht haben. 1, 2 und 3. 1, 2, 3 und Zug. Und wieder Druck. Zweite Reihe. 1, 2, 3, Zug. 1, 2, 3 und Schluss. Schluss wieder wie im ersten Teil. Also wie im ersten Teil heißt wieder vierter Finger, zweiter, dann mit dem dritten in die zweite Bassreihe. Und zum Schluss wieder vierter und dritter gemeinsam. Gut. Ja, machen wir den zweiten Teil noch einmal. Und jetzt komplett durch. Wir beginnen wieder auf Zug. Nicht vergessen, hier spielen wir mit dem vierten Finger los. Los geht's. 1, 2, 3. 1, 2, 3 und Zug. 1, 2, 3 und Zug. 1, 2, 3 und Zug. Und Zug. 1, 2, 3 und Zug. 1, 2, 3 und Zug. 1, 2, 3 und Zug. 3, 1, 2 und 3, 1, 2, 3 und Druck, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und wieder zweite Reihe, 1, 2, 3 und Zug, 1, 2, 3 und Schluss. Und jetzt einmal ganz von vorne nach. Ich spiele jetzt das etwas schneller schon. Übt das aber mal in einem langsamen Tempo ein, ehe ihr dann das Tempo natürlich auch erhöhen könnt. So, los geht's. Wir suchen wieder die Fingerstellung. So, da ist sie auch schon da. Und wir spielen es jetzt ganz von vorne einmal. Ja, etwas schneller. 1, 2, 3. Thank you.
vorher noch meinte mit die Bässe mehr betonen, man könnte es jetzt so spielen, man kann es aber auch, wie man ganz am Anfang vom Video gesehen hat, wo ich das zur Einleitung spiele, da ziehe ich die Hauptbässe immer länger, ja? Zum Beispiel so. Also man bleibt auf den Hauptbässen, das ist jetzt eben der vierte Finger und der zweite Finger, immer länger drauf. Also nicht so, sondern einfach so. Ja, und dann hat er seine, ja, es ging für mich schöner. Braucht natürlich mehr Luft, das ist keine Frage, aber es passt eben zu diesem ruhigen Weihnachtslied. Ja? Also man spielt es dann eben so. Ihr könnt das ja probieren, was euch dann besser gefällt oder womit ihr euch leichter tut. Jetzt heißt es fleißig üben, dann kann zu Heiligabend nichts mehr schief gehen. Ich wünsche euch noch viel Spaß dabei. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da, abonniert unseren Kanal und würde mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen, hier bei Harmonika Veronika. Euer Quetschenburg.